Jo Leute, da sind wir wieder bei Mass Effect Andromeda. Wir sind der neue Pathfinder der Mission und wir sind gerade auf dem Nexus angelangt. Unsere Techniker müssen dafür und angedockt sorgen, dass und die Verbindung zwischen der Arche und der Nexus stehen. Ja. Womit sollen wir anfangen? Richten Sie als erstes die Strom- und Datenverbindungen ein. Anschließend kümmern Sie sich um den sekundären Funkverkehr. Verstanden. Ich bespreche mich dann später mit Ihren Technikern. Alles klar. Ich weiß ja nicht. Ich hab noch was zu sagen. Erstens zum Soundtrack von dem ganzen Ding. Falls ihr den habt, hört euch mal den dritten Titel an. Der heißt nämlich Exhalation, glaube ich. So war der Titelname. Und der ist ja mal richtig geil. So mit fetten Kopfhörern ist der Bombe. Dann noch zu dem Video, was wir gerade gesehen haben, wo da die komischen Knochenköpfe rumgelaufen sind und da der König der Knochenköpfe mit seinem Knochenkorbring auf dem Kopf langgelaufen ist. Der könnte vielleicht sehr friedlich sein. Der sah so ein bisschen aus wie so ein merkwürdiger Affe, aber der könnte durchaus friedlich gewesen sein. Ich laufe euch einfach mal hinterher, denn wir müssen jetzt den Nexus betreten, da sind wir nämlich gerade angedockt und aus irgendeinem Grund hat uns da keiner zurückgefunkt. Da sollte auch eigentlich... Der Captain will die kompletten Dienstpläne sehen. Ich habe sie gerade auf den neuesten Stand gebracht. Mhm. Gut. Sie wird als erstes nach den neuen Aufgaben für die Besatzung fragen. Fang mit dem unkritischen Posten an. Achso, ihr redet gerade. Die sollten nämlich eigentlich schon Reparaturarbeiten und Baumaßnahmen durchgeführt haben. Haben sie aber nicht. Heißt, hier ist irgendwas passiert. Schrotflinte-Reservemagazin. Würde gerne wissen, wie ich Schrotflinten und so eine Dönse verbessern kann und aufsetzen kann. Ist das ein kleiner Saugroboter? Sieht so aus. Cool. Bei euch alle in Ordnung, Jungs. Bin der neue Pathfinder. Wollte mich einfach mal vorstellen. Informiert eure Teams, dass die Undock-Prozedur begonnen hat. Wir haben 20.000 schlafende Kolonisten und müssen wissen, wo wir sie unterbringen, bevor der Wecker klingelt. Sobald wir die Freigabe der Nexus haben, fangen wir an, die Leute aus der Stase zu holen. Damit alles reibungslos verläuft, müssen sich eure Teams untereinander abstimmen und dafür sorgen, dass die Leute in Bewegung bleiben. Irgendwelche Fragen? Was machen wir, wenn jemand während der Reise gestorben ist? Nun, es ist eine traurige Tatsache, dass nicht alle diese Reise überlebt haben werden. Es gibt bereits vereinzelte Berichte über gesundheitliche Probleme infolge dieser Wolke aus dunkler Energie, auf die wir getroffen sind. Falls jemand nicht wieder aufwacht, was hoffentlich die Ausnahme ist, sprecht ihr mit dem Sanitätsoffizier. Wir werden dann die Angehörigen informieren. Und versucht bitte möglichst dezent vorzugehen. Andromeda ist ein Neubeginn, der nicht von Trauer überschattet werden soll. Okay, krass. Also können auch Leute hier drauf sterben. Ich dachte, das wäre hier irgendwie komplett sicher. Ist schon ziemlich dreckig. Obwohl, die Proteaner haben es halt auch überlebt. Da hat halt bloß einer überlebt, aber der hat überlebt. Die anderen wurden ja nur eigentlich bloß zerstört, weil sie keine Energie mehr hatten. Aber wir haben momentan Energie, wie man sieht. Das ist der gleiche Raum, oder? Ich glaube, das ist... Ja, das ist der gleiche Raum. Hier, das Ding haben wir gerade ganz gemacht und... Aus irgendeinem Grund haben sie jetzt die Rüppel vorgestellt, wo wir aufgewacht sind. Heißt, wir können gerade nicht zu unserer Schwester. Und keiner kann uns zu unserer Schwester, weil sie die Rüppel da vorgestellt haben. Leute. Echt. Und dann können Leute sterben. Auf der Mission. Das ist nicht gut. Bahnkonsole. Hier haben wir jetzt keine Leute mehr drin, die hier rumfahren. Dann drücken wir das einfach mal. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Na, da würde ich doch mitkommen, Püppchen. Ich sehe hier nirgends Champagner. Oh, guck mal, Avina. Wo sind die ganzen Leute? Das wäre cool, wenn das wirklich Avina wäre. Das Hologramm-Hilfsmodell von der
Citadel. Hm. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Nein, die sind hier verdammt nochmal ausgestorben. Wahrscheinlich müssen wir das ganze Ding hier erstmal bereinigen, bevor wir irgendwie überhaupt irgendwas machen können. Was die VI zu sagen hat. Ja, die gucken wir uns gleich an. Hier wäre cool, wenn wir einen Shop hätten. Da steht SHP, was wahrscheinlich für Shop stehen sollte. 48 Grails. Sind noch am Leben. 84, sorry. Ja, Pflanzen sind schon mal in Ordnung. Das ist wirklich Avina. Es wirkt, als hätten sie diesen Ort nie fertiggestellt. Das ist ja geil. Avina, rede mit mir. Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Ablauf der Ansiedlung, Immigration, Andromeda, die Nexus, das aktuelle Jahr. Wir versuchen es mit Immigration. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Dazu wird sie wahrscheinlich nichts sagen. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios-Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. Hm. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Quasi, die Nexus soll die zweite Zitadelle sein. Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt ihrer Träume zu entscheiden. Reizt sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Puh. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Das kann ich dir nicht sagen. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Oh. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt... Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Gut, die gefällt mir. Ich glaube, die hat so die... Nee, die hat nicht die Stimme von Jack, oder? Unseren Blick. Wir müssen was scannen. Guck hier mal müssten an. Eigentlich massenhaft Leute sein. Eigentlich schon, ja. Computerterminal. Das ist ein Standard-Computerterminal der Nexus zur Interaktion mit einer Vielfalt von Systemen. Mhm. Hilft mir aber auch nicht wirklich weiter. Was haben wir denn hier oben? Keine relevanten Daten. Jetzt muss ich auch noch hier rum. Ausrüstung für Hydrokulturen. Analyse: Dieses Terrarium wurde für Hydrokulturen und Kultivierung von pflanzlichem Leben auf der Nexus entwickelt.
Ob uns das jetzt weiterhilft, wage ich noch zu bezweifeln. Es ist jetzt schön, dass wir ein Aquarium da haben, aber sonst halt nichts. So, was hatten wir hier hinten, was wir scannen können? Nix. Ein Bauarbeiter? Ernsthaft? DNA-basierter Organismus, 100% menschlich. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um ein Mitglied der Arbeitermannschaft, der Nexus, der gerade elektrische Reparaturen durchführt. So, und wenn wir anquatschen, dann erschreckt er sich und stirbt, weil er einen Fehler macht. Hallo! Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Oh, der kann doch reden. Ist das ein Problem? Ja. Ja, gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber Sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tubiana. Tyrion Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Scott Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. So wie wir. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Na, ich sag's ja, wir müssen hier erstmal aufräumen. Fahren wir erstmal mit der Bahn. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontaktsituation, aber sie ist fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von Ihnen. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Wir sind hier, um zu helfen. Nicht so froh wie wir. Jupp. Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Addison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute.
Wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind sie es, Ryder. Sind sie dem gewachsen? Mein Vater war davon überzeugt. Ja, bin ich. Hoffen wir es. Sie haben keine Wahl. Ja. Mein Vater war davon überzeugt. Wenn sie ihm vertraut haben, müssen sie auch seinem Urteil vertrauen. Er wird nur leider nicht eingreifen können, falls sie versagen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmor Kesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Ja. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen auf der Nexus. Leute, eine weibliche Kroganerin. Ich hab mich schon gewundert, warum spricht die denn? Warum spricht der denn so komisch? So Kroganer haben ja eigentlich so eine tiefe, raue Stimme, so wenn man an Rex denkt, weißt du? Oder viel mal Ditte. Danke für die Hilfe. Was für ein Schlimmer. Nö, wir sind freundlich. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Werde ich tun. Mit Direktor Tan sprechen. So, das ist doch... Wow! Was bist du denn für ein Ding? Achso, du bist auch ein Turianer, die Dönse. Du sahst gerade ein bisschen aus wie... Der Typ aus die Maske. Quasi, die Maske. Logbuch, Sie haben ein Einsatzziel, drücken Sie Escape, um mir Logbuch einzusehen. Das tun wir doch gerne. Wiedersehen im Nexus. Die Hyperion hat an den Nexus, der zentralen Anlaufstelle für Teams der Andromeda-Initiative angedockt. Mit Direktor Tan im Pathfinder Hauptquartier sprechen. Okay, das kriegen wir hin. Das dürfte klappen. Codex, gucken wir später. Ich guck mal nochmal ins Logbuch. Zusätzliche Aufgaben. Aufgabe, den Nexus kennenlernen. Mit Tan sprechen, mit Cash sprechen, Kanos sprechen, Edison sprechen. Mit abgeschlossenen Missionen. Ja gut, wir sehen ja jetzt nicht, inwiefern da irgendwelche Missionen drin stehen, die... also, ich meine damit, ob da jetzt irgendwas ist wie... Da hast du was verkackt. Oder da stehen die Aufgaben drauf, die du noch machen musst. Werden wir halt alles sehen. Inventar. Pistolen. Wir haben 2 Pistolen. Charger und die Predator. Ah ja, klar. Deswegen macht die auch weniger Schaden. Aber ich würde mal den nehmen. Kann ich die irgendwie ausrüsten? Nö. Panzerung haben wir alle plus einmal. Aber warte. Da stand jetzt nämlich gerade, dass wir das wählen können. Können wir die auch wählen? Ne, wir können es bloß zerlegen. Wir können uns auch Details angucken. Die Predator ist eine zuverlässige hauptautomatische Pistole, die ursprünglich von Schutzabwehrservice Elanus, also SAFE, nee, nicht SAFE, sondern SAASE, hergestellt wurde. Sie ist ebenso tödlich wie günstig, fand bei den Militärs in der Milchstraße jedoch kaum Verwendung. Die Andromeda-Initiative erwarb dennoch mehrere hundert Stück dieser Schnellfeuerpistole und passte sie ihren speziellen Anforderungen an. Finde ich ja schon mal schön. Aber bringt auch uns auch nicht so viel. Beryllium und Kupfer. Analyse. Ein Metall, das sich perfekt für eine Vielzahl von Leichtbauvorhaben eignet. Es kann außerdem als Legierungselement verwendet werden. Beschaffung. Beryllium kann durch Aufklärungsposten entdeckt und mit dem Nomad abgebaut werden. Es ist außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich.
Kupfer ist ein Edelmetall, das sich dank seiner hohen Leitfähigkeit für verschiedenste Anwendungszwecke eignet. Kupfer kann durch Aufklärungsposten entdeckt und mit dem Nomad abgebaut werden. Was ist der Nomad? Nomad, nee? Universalgebehälter, Analyse. Eine halbflüssige Mischung aus Legierung und synthetischen Polymeren, die in der Milchstraßentechnologie zur schnellen Fertigung verwendet wird. Behälter mit Universalge sind häufig bei besiegten Milchstraßenexilanten zu finden oder können durch Zerlegung ihrer Waffen und Panzerungen erlangt werden. Sie sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Warte. Milchstraßenexilanten haben wir. Ne, wir haben noch kein Medigel oder Universalgel gefunden, oder? Bei den Aliens, weil sonst würde es ja heißen, dass die auch aus der Milchstraße kommen. Aber das wäre merkwürdig. Bearbeiteter Balk. Bearbeitbarer Balk. Ist ja geil, die sehen ja geil aus. Analyse, das Gewebe dieser Tierplatten kann zu einer Vielzahl von Klebstoffen und Schmiermitteln verarbeitet werden. Und das zu einem Bruchteil dessen, was die Herstellung synthetischer Entsprechungen kosten würde. Adi, Irox, Taurx und Galorns können gejagt werden, um an ihre Platten zu gelangen. Tierplatten sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Das ist cool, so finden wir jetzt schon ein paar Namen raus. Höhlenfasern, Analyse, eine keratinartige Substanz bildet die Grundlage des Panzers bestimmter Kreaturen, würde es repliziert, könnte sich dieses Biopolymer als nützlich für die Herstellung kinetischer Polsterung erweisen. Kerkünz, Drals, Taurx und Echidnas, wow, diese Namen, können in der Wildnis gejagt werden, bliblablab. Gut, dann nehmen wir nochmal Bewerbungsgut drin. Ach, du Kacke. Algorithmusfragment. Kann man im Händler gegen Credits verkauft werden. Okay. Kann verkauft werden. Auch hier. Quasi haben wir hier bloß die Rümpel drin. Gut zu wissen. Spezialobjekte. Relikt-Dechiffrierungsschlüssel. Relikt-Dechiffrierungsschlüssel sind äußerst selten. Mit ihrer Hilfe lässt sich jede durch Glyphen kodierte Reliktkonsole entschlüsseln. Leider wird der Schlüssel dabei ausnahmslos zerstört. Nicht gut. Panzerungspläne, was haben wir denn hier? Initiative Armschutz. Standardkampfanzüge der Andromeda-Initiative eignen sich ebenso für die Erkundung wie für den Kampf. Ihre Ausstattung umfasst neben den üblichen Keramikpanzerungen und Generatoren für kinetische Barrieren auch Jetpacks, hochwertige externe und interne Sensoren sowie verschiedene Atmosphärefilter. Mit diesen Anzügen ausgerüstetes Personal kann fremde Biome betreten und wieder verlassen, ohne Angst vor Kontamination oder feindseligen Tieren haben zu müssen. Und zwar müssen wir dafür dann halt Sachen finden. Das ist ziemlich cool. 2% Begegnung EP-Erhöhung. Aber die können wir nicht herstellen, ne? Nehmen wir noch einen Helm. Das ist natürlich... was haben wir hier? Pathfinder-Helm. Stimmt. Die Pathfinder-Sachen, das, was wir hier haben, heißt, wir haben jetzt schon eine relativ gute Rüstung. Am Anfang würde ich sagen, den kriegen wir, weil ich das ganze Ding ja vorbestellt habe. Waffenbaupläne. Biotikverstärker. Ein spezieller Bioverstärker, der in der Milchstraße ursprünglich von Aldrin Labs hergestellt wurde. Er erlaubt es seinem Benutzer, seine Faust in ein Masseneffektfeld zu hüllen und einen Gegner mit gewaltiger Kraft zu attackieren. Mehr Nahkampfschaden. Da haben wir eine Schrotflinte. Präzisionsgewehr. Pathfinder Pioneer oder Pionier. Pionier. Wow. Und da können wir denn alles basteln, wenn wir genug Gedönse haben. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Okay, das freut mich. Das freut mich sehr. Dann haben wir das hier mit der Forschung auch abgeschlossen. Brandmuni, Disruptormuni, Kryomuni. Das kennen wir ja. Macht halt Frostschaden, Blitzschaden oder Elektroschaden und Feuerschaden. Panzerung, da haben wir einen Helm. Initiative-Helm. Standardkampfanzug. Okay, da wird dann auch nochmal erklärt, was da jetzt das Wichtige dran ist. Was schön ist. 2% Begegnung, EP-Erhöhung haben wir auch drin. Nice. Inventar sind wir aber noch nicht ganz fertig. Nee. Sturmgewehre wird noch
kurz angeguckt. Das ist die Avenger, sehr schön. Wir haben die Avenger, wir haben eine Universalklinge. Da, die würde ich auch gerne anbappen. Irgendwie, aber da müssen wir wahrscheinlich eine Waffenstation finden, dass das doch klappt. Die verschiedenen Mods. Und da da auch immer steht 1 und 2 und so eine Dönse, werden wir die auch so weit wieder aufwerten können, wie auch im den ersten drei Teilen. Was haben wir hier noch? Den Codex. Okay, der Codex interessiert uns noch nicht. Wie gesagt, machen wir irgendwann eine geile Spezialfolge, wo ich einfach bloß vorlese den ganzen Tag. Gut, Leute. Das war eine ganze Menge Information für uns. Deswegen geht's weiter in der nächsten Mission. In der nächsten Folge. In der nächsten Mission. Hust. Ja, das macht Sinn. Es geht weiter in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Viel Spaß. Ihr Sharky Light verabschiedet sich.